Was geht's, Titi und Tim? Ich sehe es beim Fuß am Start. Und ja, wir Overwatchen. Ihr seht hier unten schon, das ist so eine kleine Info. In Katowice dieses Jahr ist ja wieder die ESL One. Und ja, wird wieder ein interessantes Event. Hatte ich schon mal angesprochen. Da seht ihr es jetzt nochmal hier unten im Hauptmenü ganz kurz. Aber diesmal nicht so viel Gelaber vom Overwatch. Nein, diesmal geht's direkt in die Action. Mal gucken, was wir bekommen. Letztes Mal hat man ja jemanden gehabt, der, sagen wir mal, halbwegs auffällig gewarlackt hat. Das war ein bisschen leichter zu erkennen, aber auch nicht so ein krasser Wallhacker, so wie man sich einen Wallhacker halt vorstellt, sondern so einen, ja, ich will es verstecken, aber nein, ich schaff's noch nicht so ganz. Und ja, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Map ist auch wieder mal sehr interessant. Ich fand es ja schön, dass wir letztes Mal Office auch dazwischen hatten. Oh, Office! Ja, wieder Office. Ist anscheinend eine sehr beliebte Map. Werde ich mich jetzt mal die Tage dran setzen. Es gibt bestimmt einige von euch, die geilste Maps spielen, und werde mal gucken, ob ich ein paar Boostbots finde, ein paar Smokes oder so ein Kram. Und dann, ja. Unser Suspect erstmal instant in die Küche. Ich kenne die Call-Outs gar nicht. Wer es nicht weiß, war in 1.6 so einer meiner Lieblingsmaps. Das habe ich mir gerade auch gemerkt mit der Mac-10, dass er genau im richtigen Moment abgedrückt hat. Man kann davon halt ausgehen, dass der anscheinend, ja, schon vielleicht was haben könnte. Wie gesagt, er hat eben erst auf den Karton geschossen, als der eine wirklich an seinem Fadenkreuz in der Nähe war. Das ist schon ein bisschen, sagen wir mal, ja, komisch. Das spielt man normalerweise nicht so. Gut, das hinterher pusht, okay. Ah, da kriegt er mal einen Headshot rein. Mal gucken, was er für Stats hat. Wir haben hier einen 12-12 und Taurus ist aber mit 23-10 besser dabei. Aber auch die CTs, ne? 300 über ein 100er Ping, der eine fast 200 und der ein 200er hat natürlich 20-14. Auch nicht schlecht dabei von CTs. Scheint scheint eigentlich sehr ausgeglichen zu sein. Ich sag, drei miteinander eigentlich, was zur Hölle. Aber auch hier, ne? Bei den Geisel-Maps sind die Ts immer so, meine Meinung, da sind die Ts immer so auf den Geisel-Maps so ein bisschen wie so ein Biber, der seinen Bau verteidigt. Die kommen da auch nicht raus. Die bleiben einfach in den Büroräumen hängen und kommen nicht raus. Wie so ein Biber, der ist halt, wie gesagt, seine Butze. Biber-Butze, Mann. Sein Haus irgendwie verteidigt. Der kommt auch nicht raus. Der kommt nur raus, um den Watschen zu geben, geht wieder rein. Das ist so eh nicht. Die kommen hin, gucken und dann geben sie den Watschen Headshot und gehen wieder zurück. So spielen die Ts auf Office, finde ich immer. Und jetzt sehen wir halt, wie sie die ganze Zeit rumhüpfen. Anscheinend ist das hier Counter-Strike Global Kinderparadies. Übrigens, heutiges Hashtag ist somit Global Kinderparadies, denn die hüpfen rum wie so ein Kinderparadies, wie so ein Bällchenbad, wie so typische Kinder, die Trampolins benutzen. Eben, da hinten schon wieder, guck, oh, der Anker eben, oh, schön. Oh, wieder mal springen und springen. Dieses Springen, Alter, das ist schrecklich, richtig schrecklich. Mal gucken, die ja eh mal wieder, ja, sagen wir mal, perfekt getimed. Da, Prefire. Also ich glaube, dass der Suspect hier anhat. Es gibt bestimmt wieder einige, die sagen, Bob has been defused. Warum bist du nicht Gold Nummer 3? Du hast keine Ahnung von dem, was du da redest. Nochmal, ich betone es an alle Leute, die vielleicht noch kein Overwatch haben, es noch nicht so lange machen oder glauben, sie können es wirklich gut. Ich glaube selber von mir nicht. Aber ich sage, auf was ich achte. Ja, und ja, ich sage, auf was ich achte. Und dann erkläre ich euch, auf was ihr auch achten müsst, was vielleicht zu einer niedrigeren Fehlerquote führt, was Overwatch angeht. Weil da kann man kann ja mal Fehler machen und falsch entscheiden, das passiert jedem mal. Aber ich meine Meinung, wie man es niedrig halten kann. Ein Wallhacker zeigt sich nicht unbedingt zu 100% dadurch aus, dass er auf Leute zieht durch Wände, wie er jetzt eben gerade. Ja, ein Wallhacker zeichnet sich dadurch teilweise aus, vom Movement. Teilweise, dass die Granaten zu sehr und immer passen, dass sein Movement halt so angepasst ist, dass entweder aus den schlimmen Situationen, wo es auffallen wird, dass er einen richtigen Wallhack hat, weil er durch Wände ziehen muss, dass er den versucht zu entfliehen, dementsprechend wegmoved, anscheinend immer Timelag, dass er genau im richtigen Moment wegmoved oder sowas, er will es uns glauben machen, uns glauben lassen, oder dass er, wie jetzt hier auf Office, an Punkten steht, wo entweder gar keiner ist, um durchzusneaken, ja, oder genau da steht, um wirklich die Kills, die wichtigen Kills zu ziehen. Und er ist immer da, wo die Action ist, sagen wir bei uns im TeamSpeak. Und das zeichnet halt einen Wallhacker aus, der gut ist. Solche da. Also hundertprozentig wusste er, dass er da langkommt durch den Smoke, aber hat nur gewartet, dass er aus dem Smoke rauskommt. Da hat wir Overwatcher denken, der hat nicht an. Dass mit der Smoke, dass er durchgeschossen hat, kann ich vielleicht durchgehen lassen als nicht Wallhack, weil die Smoke könnte ja anders liegen im Spiel. Wir als Zuschauer sehen teilweise andere Smokes. Deswegen, im Matchmaking, merkt euch das, liebe Leute, die vielleicht neu in Counter-Strike sind, wenn ihr als Zuschauer in der Smoke einen stehen seht, dann sagt es euren Teamkollegen an, weil ihr als Zuschauer seht teilweise durch die Smokes mehr oder auch manchmal auch weniger als der gerade spielt. Deswegen immer ansagen, ne? Also es ist so ein aktueller Bug noch in Counter-Strike, dass man als Zuschauer mehr manchmal durch die Smoke sieht und manchmal weniger. So, schon wieder perfekt getimter Molotov.
Das aimt er ab, alles okay, up-aim, hat keiner Problem mit. Mal gucken, wie der CT das spielt. Wenn nämlich der CT jetzt wegmoved und er auf einmal meint, rauszoomen, wegzugehen, dann wird es auch verschwinden. Gut, CT ist halt so doof und moved rein. Aber ich... sehr schwierig mit ihm hier auf alle Fälle. Suspect macht es uns nicht so leicht. Auf alle Fälle, aber auffällig gesehen, ich werde das am Ende wie immer nochmal für euch zusammenfassen. Wisst ihr ja, ich fasse das ja zusammen, wenn ich irgendwas krass finde. Und dann erkläre ich euch auch, ob ich glaube, ob er anhat oder nicht. Ja, es ist halt, wie gesagt, bei ihm finde ich gerade sehr auffällig sein Movement, sein perfekt getimte Granate. Schon wieder, ne? Er zieht das Messer, merkt es euch, er zieht das Messer, zieht dann die Granate, wirft sie dann richtigen Moment und dann gibt er auch noch einen dicken Quickscope durch die Smoke. Hallo? Ganz ehrlich jetzt, ganz, ganz ehrlich. Ja? Schon wieder, er hat den Fokus auf den einen hinteren gehabt, so. Er weiß, dass er da ist, er weiß es. Wetten wir, er weiß es. Mit dem Messer springt er nach vorne. Gut, jetzt ist er bekannt. So, jetzt... Das ist... Ich finde ihn auffällig, jetzt sind wir ernsthaft. Das ist hier alles nicht mehr so schön. Übrigens bin ich gerade nach Hause gekommen, wer das gar nicht weiß. Ich komme nach Hause, das erste Mal speziell machen, Overwatch aufnehmen. Nicht wie viele jetzt denken, vielleicht viele jetzt denken, PC anmachen und direkt mal Teamspeak und sagen, lass mal zocken. Nein, Overwatch. Lieber Nightsparks, wenn du das siehst, AK Günther D in den Kommentaren, hör auf mich immer ins Teamspeak zu knechten. Ich will auch mal in Ruhe Overwatchen und nicht immer erst ein Spiel spielen und dann ist zwei Stunden später nicht im Overwatch auf. Nein, nein, nein. Meine CT und T-Buddies haben Vorrang vor dir, Nightsparks, das weißt du aber auch. Wie kann man da verschießen? Komm. Der Smoke ist real. Ja. Schon wieder. Ja, No-Scope. Ich glaube, er wollte uns... Er hat ausgemacht oder wollte uns glauben lassen. Er hat nicht an. Aber da waren zu viele krasse Aktionen dabei. Zu viel. Zu viel, was halt wirklich Warhack-verdächtig ist aus der Erfahrung, die ich in Counter-Strike habe. Aim Assist? Nein. Aimbot? Auch nicht. Nein. Kann sein, dass er die Map suchtet, was weiß ich. Ja, mal, links ist einer durchgeschlichen. Mal gucken, ob er das weiß. Nein, er lässt den links liegen. Entweder extra oder hat ausgemacht oder, weiß ich nicht. Aber er hat so viele komische Aktionen gemacht. Den hat er gerade gar nicht gesehen. Gut, da waren, ich muss sagen, als er nach meiner Meinung nicht mehr anhatte, da waren die Ts auch schon wieder 13 Punkte oder 13 Punkte oder so ein Kram gehabt, ne? Also... Ihr müsst wissen, Wallhacken nicht die ganze Zeit durch, der Hacker hackt nicht die ganze Zeit durch, sie machen es nur an, wenn es wirklich wichtig ist. Und wenn es unwichtig ist, machen sie wieder aus. Ja. Er will ihn knifen. Kriegt er ihn. Ja. Ja, hier sieht man es nochmal, da war die erste aufregende Szene, ne? Da zieht er auf ihn rauf, durch die Wand und prefight einfach gegen das Regal. Ja, natürlich. Das ist mir im Spiel gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, guckt euch das an. Er ist auf ihn drauf und bewegt sich sogar mit ihm mit. Das fand ich auch wiederum sehr auffällig. Und hier, diese Granate, habe ich erzählt. Granate in der Hand, läuft auf Smoke zu. Okay. Nimmt das Messer. Merkt, der CT move doch Richtung Smoke und nimmt dann wieder die Handgranate in die Hand und haut die Handgranate in die Smoke rein. Also, ja, da bin ich mir mehr als sicher, ne? So, nach meiner Meinung hat der Typ einen Warlock gehabt. Und, ja, das war's wiederum von mir, ne? Haut rein, meine CT und T-Buddies. Eierbombs bin infused, bye. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Defused. If you don't, a flashbang dance in your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.